Es rutscht Opa auf dem Boden dahin, so, und jetzt sind wir da im Amiter Headquarter. Es baut sich das Ding wieder auf. So. Jetzt legen wir das mal ab. Ausrüstung ablegen. Hallo, ablegen. Jawohl. So, und dann sehen wir, dass wir hier 4 Vibrant Sweet gewonnen haben. Diese haben keinen Wert. Und man konnte sie auch früher nicht in der Auktion verkaufen. Ich glaube, das geht heute auch nicht, obwohl die Diskussion damals ging, dass man es vielleicht doch... Es gibt ja hier ein Forum, das Entropia-Forum. Und dann schauen wir doch mal hier nach. Kategorie Gegenstände, Materialien, Naturfragmente, Materialien, Reststoffe, nein, das nicht. Dann Kleidung, Futter, Enhancers, DNS-Blueprint-Gegenstände, Ressourcen, Mineralerz, Energie, Rohstoff. Ach, das sind diese N-Matters. Ja, was ist Treasure Parts? Ah, keine Ahnung. So, Ressourcen, Skill-Implantate. Ja, das ist alles. So, was kostet denn so ein Auto hier? Also ein Gegenstand. So ein, was ist das? Gugnir MK. Kostet nur 20 Pet. Ist aber nichts mehr wert. Verbliebene Zeit 3 Stunden 31 Minuten. Dann ist die Auktion vorbei. Das sind alles limitierte Sachen. Dieser ist nicht limitiert. Doch, der ist auch limitiert. So, amphibische Fahrzeuge. Was haben wir denn da? Ein Hoverkraft. Genau, das hatten wir ja vorhin schon mal gesehen. Landviehzeugs. Dann sind hier die Seremier. Mein Gott, sind das Namen, Kollegen. So ein schönes Auto hier. Kann man sich für 56 Pet sofort kaufen. Gönnen, wenn man es nicht für 50 ersteigern möchte. Es gibt noch keine Gebote hierfür schon. Und dieses Gerät. Oh. Ja, wenn man kurz vor Ablauf der Auktion da ist und dann sowas bekommt, ist natürlich feine Sache. So, Spacecraft. Schauen. Keine Gegenstände. Und Water. Da könnte man zum Beispiel sich ein Bötchen kaufen. Ja, so ein Bötchen hier. 65 Pet, 400%. Weil der Gegenstandswert, naja, ist nicht mehr allzu viel drauf. Man könnte ein bisschen hin und her gondeln. So, das werden jetzt... Wenn ich mir jetzt zum Beispiel für 5 richtige Euro oder was, oder für 10 Euro hier einzahlen würde, was ich nicht vorhabe. Aber was man ja machen könnte und was natürlich den Spielebetreiber hier freuen würde, dann könnte man sich so eine Sache kaufen. So, jetzt gehen wir mal. Mein Gott, ich schalte mal wieder oben auf First. Erste Person. Oder man erlegt so eine Viecher, dann hat man 1337, wie das da unten jetzt drin steht im Chatfenster. Longtooth. Ja, die sehen etwa so aus wie Exarosaur, der Typ, der uns verfolgt hatte hier, das Monster. So, dann werden wir mal uns diesen Teleporter noch gönnen hier. Sehen etwa so aus wie Exarosaurier. Ein bisschen lange Zähne haben sie, allerdings längere Zähne. Ja, deswegen heißt sie auch Longtooth. Man sollte es kaum glauben. So, hier sind wir jetzt im Genesis. Und wir haben einen neuen
Teleporter gefunden. So, wir haben also jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit diesen 7. Wir haben also heute 2 neue Teleporter gefunden. Feine Sache. So, dann gehen wir mal wieder zurück zu Port Atlantis. Lass uns mal zum Maul beamen, damit wir dann mal sehen, wo eigentlich dann da der Teleporter ist. Und dann haben wir ja da noch ein paar Quests zu machen. Zum Beispiel Viecher erledigen. Mit. Schaut schon um. So, das Spiel ist abgestürzt. Ne, nur die Stimme ist abgestürzt. Okay. Also das Spiel ist noch da. So, wir sind jetzt hier auf der... oben auf der Plattform der Maul gelandet. Ne, Atlantis Maul heißt das hier. Wo geht's denn hier abwärts? Ist hier irgendeine Treppe oder was? Ah, ein Televator, genau. Praktischerweise genau neben dem Teleporter. So, da gehen wir mal in die vierte Etage hinunter.